und viele gute Punkte aus verschiedenen anderen Shootern gemischt in einem Elf-Katana-Reflex-Booster. Hier erfahren Sie etwas über Elfen-Katanas und Ausweichen. Elfen gibt es also auch noch. Mit sofortiger Wirkung beginnt die RNA-Sicherheit mit der Evakuierung der Barackenstädte und Slums um Santos und verhängt für den Rest der Stadt eine Ausgangssperre ab 23 Uhr. Die Lineage hat sich in den Slums von Santos verschanzt und mithilfe dieser Maßnahme sollen die bewaffneten Angriffe auf die RNA-Sicherheitspatrouillen und Bombenangriffe auf RNA-Eigentum beendet werden. Besorgte Mitbürger können verdächtige Personen unter RNA 585 DL40 melden. Gemeinsam werden wir diese Rebellen vernichten und unserer Stadt wieder Frieden bringen. Santos und die RNA, ein Team für eine neue Ära. Das Belohnungsgeld für einen Kill wird nach dem ausgeteilten Schaden verteilt. Das ist ja eine sehr coole Sache. Passen Sie jetzt gut auf, Soldat. Dies ist Ihre letzte Lektion. Unsere Zeit ist fast um und offiziell wird jetzt bereits von eskalierenden Spannungen gesprochen. Nun sollten Sie auch mal die andere Seite kennenlernen. Sie sind jetzt ein Elf- und Lineage-Soldat. Daher ist jeder in der blauen RNA-Uniform ihr Feind. Sie werden lernen, wie sie ein Katana benutzen, die Magie namens Rauch, die Tech-Reflex-Booster und das wohl Wichtigste überhaupt, wie sie ein Artefakt, um das es in den meisten Kämpfen hier in Santos geht, finden, erobern und damit entkommen. Zuerst müssen sie wissen, wie es ist, ein Elf zu sein, um dies zu ihrem Vorteil nutzen und ihren mageren Arsch retten zu können, während sie den bösen Jungs zusetzen. Okay. Elfen sind größer und deutlich leichter gebaut als Menschen. Sie sind schneller, aber auch schadensanfälliger und sie verfügen über mehr Essenz. Sie haben jedoch einen entscheidenden Vorteil. Sie können sich bei Verwundungen selbst heilen, solange sie Deckung finden und für eine kurze Zeit keinen weiteren Schaden nehmen. Handeln Sie schnell und ziehen Sie sich ebenso schnell zurück. Die Heilung wird automatisch vollzogen, daher müssen Sie sich nur aus der Schusslinie bringen. Wissen Sie, was mich auf Trab hält? Dass ich Ihnen Feuer unter Ihrem mageren Arsch machen kann, damit Sie auch ordentlich trainieren und überdies dafür bezahlt werde. No. Sehen Sie, es schmerzt nur kurz und dann greifen Sie auch schon wieder in den Kampf ein. Na, das ist doch mal super. Vergessen Sie nicht, dass ein Elf weniger Lebensenergie besitzt, sich aber schneller bewegen und heilen kann. Also bleiben Sie in Bewegung und das Katana, die traditionelle Waffe der alten Samurai, hat auf dem modernen Schlachtfeld eine Renaissance erlebt, ob Sie es glauben oder nicht. Und dies nicht nur bei altmodischen oder romantischen Soldaten, denn es ist in den richtigen Händen eine tödliche und effektive Waffe. Ihre Sicht ändert sich, sobald Sie das Katana ausrüsten, damit Sie einen besseren Überblick haben. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. Sind Sie mit einem Katana bewaffnet und stehen einem ebenso ausgerüsteten Gegner gegenüber, so können Sie dessen Angriffe blocken, indem Sie ihn einfach nur ansehen, aber nicht angreifen. Okay. Dazu braucht man Disziplin. Aber wenn Sie es richtig beherrschen, können Sie im richtigen Augenblick zum Gegenangriff übergehen. Okay, nähern Sie sich dem Gegner und töten Sie ihn mit dem Katana. Das Katana ist besonders dann tödlich, wenn der Gegner sie nicht gesehen hat. Achten Sie auf die Markierung über den Köpfen. Am Fragezeichen sehen Sie, dass Sie noch nicht bemerkt wurden. Hat Sie der Gegner noch nicht bemerkt und Sie treffen ihn mit dem Katana, fügen Sie ihm eine tödliche Wunde zu, was Sie auch an der unübersehbaren Blutfontäne erkennen. Er wird über kurz oder lang verbluten, wenn er nicht wiederbelebt wird oder einen Baum des Lebens findet. Ja, damit. Nähern Sie sich dem nächsten Ziel von hinten und greifen Sie es an. Wenn Sie es richtig angehen, müssen Sie nur einen Treffer landen und das Katana ist nicht leicht zu meistern, wird aber in erfahrenen Händen zu einer gefürchteten Waffe. Jetzt kommen wir zu einem letzten Test. Denken Sie an alles, was ich Sie gelehrt habe. Überraschen Sie den Feind, schlagen Sie zu und blocken Sie, wenn er Ihnen zusetzt.
Töten Sie alle Gegner. Also das Heilen ist ja... Das ist ja super super. Gut gemacht. Das Katana erfordert disziplinierte Kampffertigkeiten und wenn Ihre Gegner diese ebenfalls beherrschen, dann sollten Sie stets achtsam sein. Im nächsten Trainingsabschnitt behandeln wir die Rauchmagie. Rauch ist ein nützlicher Zauber, um sich mit letzter Not aus einer Klemme zu befreien und kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Weisen Sie Rauch einem Fertigkeiten-Slot zu. Okay. Halten Sie die Zuweisungsmenü-Taste gedrückt. Rauch hüllt Ihren Körper vorübergehend in eine Nebelwolke. Ist diese aktiv, können Ihnen Kugeln und Nahkampfwaffen nichts anhaben. Sie nehmen auch keinen Schaden, wenn Sie fallen. Zaubern Sie nun Rauch, um zu sehen, wie Ihr Körper beeinflusst wird. Wurde Rauch gezaubert, bleibt er aktiv, bis Sie ihn deaktivieren oder Ihnen die Essenz ausgeht. Was denken Sie, wie sich Rauch am besten demonstrieren lässt? Ich werde es in die Luft jagen. Wie oft haben wir das jetzt schon gemacht? Ich liebe meinen Job. Diese Explosion hätte einen Troll im PCP-Rausch getötet. Aber Ihnen geht es gut. Rauch kann Ihnen im Ernstfall den Arsch retten. Also setzen Sie ihn auch ein. Sie deaktivieren Rauch, indem Sie den Zauber erneut auslösen. Wurde Rauch deaktiviert, gibt es eine kurze Wartezeit, in der keine Waffen, Tech oder Magien verwendet werden können. Dies ist von großer Wichtigkeit, da Sie während dieser Zeit sehr verletzlich sind. Okay. Sie sollten wissen, dass die Magie Windstoß Sie in Rauchform anders beeinträchtigt. Ist Rauch aktiv, nehmen Sie durch den Windstoß Schaden, anstatt nur zurückgestoßen zu werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich Ihre Essenz langsamer regeneriert, wenn Rauch einem Ihrer Fertigkeiten-Slots zugewiesen ist. Es gibt aber auch positive Auswirkungen, wenn Sie Rauch einem Slot zuweisen. Sie sind durch die Sichtverstärkung nicht zu sehen und Smartlink kann Sie nicht erfassen. Und das ist weitaus nützlicher, als Sie sich vorstellen können. Oh doch, das glaube ich. Nun trainieren wir mit Hilfe von Rauch und Ihrem Katana. Zaubern Sie Rauch, wenn Sie zu viel Schaden nehmen, um sich an einem sicheren Ort zu heilen, bevor Sie erneut angreifen. Gehen Sie zum Wegpunkt, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Schalten Sie die Feinde in diesem Hangar aus. Vergessen Sie nicht, Rauch einzusetzen, um bei niedriger Lebensenergie nicht noch mehr Schaden zu nehmen. Ja, der ist da unten drin. Verdammt, Tanaro. Schlag mich, los, schlag mich. Soldat. Nun zum letzten Teil des Rauchtrainings. Jetzt drehen wir den Spieß um. Sie haben keinen Zugriff auf Rauch, Ihre Feinde allerdings schon. Weisen Sie Windstoß einem Fertigkeiten-Slot zu, um fortzufahren. Halten Sie die Zuweisungsmenü-Taste gedrückt. Aktivieren die Feinde Rauch, dann nutzen Sie Windstoß oder folgen ihnen und schalten sie aus, wenn sie kurz nach dem Deaktivieren verletzlich sind. Okay.
Der hat es schon mal nicht geschafft.